Franz Schindler. Bitte schön, Herr Kollege Schindler. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Von September 2000 bis Juni 2005 sind in Nürnberg und München 5 ausländische Mitbürger durch brutale Mordanschläge ums Leben gekommen. Die Opfer waren Enver Simsek, ein Nürnberger Blumenhändler, Abdurrahim Özüdoğlu, er betrieb eine Änderungsschneiderei in Nürnberg, Habil Kilic, der Inhaber eines Obst- und Gemüsegeschäfts in München, Ismail Yasa, der Betreiber eines Dönerstandes in Nürnberg, und Theodorus Bulgarides, Inhaber eines Schlüsseldienstes in München. Bei allen 5 Mordanschlägen ist dieselbe Tatwaffe verwendet worden. Die Polizei hat Sonderkommissionen mit den Namen Halbmond und Theo und schließlich Bosporus eingerichtet, in der zu Spitzenzeiten bis zu 60 Beamte gearbeitet haben. Sie hat Tausende von Spuren untersucht, über 30 Millionen Massendaten analysiert und Hunderttausende von Daten durch Rasterfahndungen bei Meldebehörden etc. erhoben und ausgewertet. Sie hat Telefone überwacht, hat operative Fallanalysen erstellt, hat Belohnungen ausgesetzt und öffentliche Fahndungsaufrufe abgesetzt und auch zu eher ungewöhnlichen Ermittlungsmethoden gegriffen. In München und Nürnberg hat die Polizei Dönerbuden betrieben, in Hamburg hat die Polizei sogar zum Mittel der Geisterbeschwörung gegriffen. Aber dennoch, meine Damen und Herren, sind die Täter nicht ermittelt worden. Das ist bitter, insbesondere für die Polizei, aber natürlich noch kein Grund, im Bayerischen Landtag die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu beantragen. Anlass hierfür ist vielmehr, dass 11 Jahre später, nach dem ersten Mordanschlag im November 2011 erst, in Eisenach 2 Angehörige der bekannten rechtsextremistischen Szene tot in einem Wohnmobil aufgefunden worden sind und dass bei ihnen die Tatwaffe gefunden worden ist. Erst dadurch ist zutage getreten, dass nicht nur die 5 genannten Mordanschläge in Bayern, sondern weitere 5 Morde in anderen Bundesländern und eine Vielzahl von Banküberfällen mutmaßlich von den tot aufgefundenen Personen begangen worden sind. Es handelte sich hierbei um Angehörige der rechtsextremistischen Szene, die bereits seit den 90er Jahren amtsbekannt waren und nicht nur in Thüringen und Sachsen, sondern auch in Bayern schon aufgefallen waren, die im Jahr 1998 untergetaucht sind und dann zusammen mit anderen als sogenannter nationalsozialistischer Untergrund firmiert. Und nach allem, was wir bis jetzt und schon vor Abschluss der jetzt noch laufenden Ermittlungen durch den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt wissen, die Mordanschläge begangen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit diesem Zeitpunkt, seit November 2011, wird darüber diskutiert und spekuliert, wie es dazu kommen konnte, dass die Mordanschläge nicht früher aufgeklärt werden konnten und ob und welche Versäumnisse es bei der Polizei, dem Verfassungsschutz und den zuständigen Staatsanwaltschaften gegeben haben kann. Die Rede ist von eklatanten Fehlern und sogar von Staatsversagen. Die Bundeskanzlerin zum Beispiel hat von einer Schande gesprochen und der Bayerische Landtag hat bei einer eindrucksvollen Veranstaltung hier in diesem Raum die Angehörigen der Opfer um Entschuldigung gebeten und versprochen, mitzuhelfen, um die Zusammenhänge aufzuklären. Seit Monaten erfahren wir nun jeden Tag neue Einzelheiten und zeichnet sich ein Bild ab, das alle gängigen Vorurteile gegenüber den Sicherheitsbehörden bedauerlicherweise zu bestätigen scheint. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dennoch haben wir, und damit meine ich jetzt die Opposition in diesem Haus, nicht sofort nach dem Bekanntwerden des rechtsextremistischen Hintergrundes der Mordanschläge die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hier im Bayerischen Landtag gefordert, sondern zunächst abgewartet, nachgefragt, Anfragen gestellt und dann sorgfältig abgewogen, ob zu diesem Instrument des Untersuchungsausschusses gegriffen werden muss, nachdem der Bundestag und die Landtage von Thüringen und Sachsen bereits vorher Untersuchungsausschüsse eingerichtet hatten, der Bundestag im Übrigen zusätzlich auch noch einen Ermittlungsauftrag Beauftragten bestellt hat und in Thüringen 2 Gutachten in Auftrag gegeben worden sind. Ich glaube, wer die Diskussionen der letzten Wochen und Monate verfolgt hat, wird zugestehen, dass wir uns nicht dafür rechtfertigen müssen, dass wir dann schließlich im Mai
die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses vorgeschlagen, angekündigt haben, eben weil die bis dahin zutage getretenen Erkenntnisse nachgerade dazu gezwungen haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn in Deutschland eine rechtsterroristische Gruppierung jahrelang unerkannt insgesamt 10 Mordanschläge und eine Vielzahl von Banküberfällen verüben kann, wenn 5 der Mordanschläge auf ausländische Mitbürger in Bayern verübt werden, wenn die bayerische Polizei auch für länderübergreifende Ermittlungen zu den anderen Mordanschlägen zuständig war, wenn zudem bekannt wird, dass sich der bayerische Verfassungsschutz, obwohl originär für die Beobachtung des Rechtsextremismus zuständig, wohl alles andere als kooperativ verhalten haben soll, auf Anfragen der Polizei zunächst gar nichts und dann nur unaufbereitete Daten geliefert haben soll, wenn die vom Untersuchungsausschuss des Bundestages vernommenen Zeugen aus Bayern von der Polizei über den Verfassungsschutz bis zur Staatsanwaltschaft und zum früheren Innenminister und Ministerpräsidenten nach in der Presse nachlesbarer Einschätzung weder überzeugend noch souverän, sondern rechthaberisch bis selbstgefällig aufgetreten sind und nicht bereit waren, eventuelle Fehler einzuräumen, ja nachgerade einen desaströsen Eindruck dort hinterlassen und eine tragische Figur abgegeben haben sollen. Und, meine Damen und Herren, wenn im Untersuchungsausschuss des Bundestages behauptet wird, die Soko Bosporus habe stümperhaft gearbeitet, so die Behauptung des BKA-Vizepräsidenten Falk, und wenn gleichzeitig behauptet wird, dass bayerische Verfassungsschützer im Zusammenhang mit der sogenannten Operation Rennsteig vor dem Untersuchungsausschuss des Bundestages nicht die ganze Wahrheit gesagt haben sollen, so der Bundestagsabgeordnete Kurz vor kurzem im Mitteldeutschen Rundfunk, dann, meine Damen und Herren, dann muss dieser Landtag seiner Kontrollaufgabe selbst nachkommen und einen eigenen und zusätzlichen Untersuchungsausschuss einrichten und kann ja die Aufklärung nicht den Kolleginnen und Kollegen in Berlin alleine überlassen, obwohl die das bisher hervorragend gemacht haben. Meine Damen und Herren, mittlerweile werden, glaube ich, alle zugestehen, dass es bestimmt ein großer politischer Fehler wäre, auf die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses im Bayerischen Landtag zu verzichten. Es wäre nämlich ein verheerendes Signal, dass es den Landtag nicht interessiert, was passiert ist. Die Einsetzung eines eigenen Untersuchungsausschusses ist aber auch deshalb erforderlich, weil die bisherigen Versuche, durch Anfragen und im Innenausschuss bei Berichten des Innenministers Klarheit zu erhalten, nicht ganz erfolgreich waren und weil die Kontrolle allein im geheimtagenden parlamentarischen Kontrollgremium nicht ausreichen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist gut und auch ein gutes Zeichen, dass dies nicht nur von der Opposition so gesehen wird, sondern auch von den Regierungsfraktionen. Und ich bin froh, dass wir uns relativ schnell und geräuschlos auf den konkreten Untersuchungsgegenstand, den konkreten Untersuchungszeitraum und den Fragenkatalog verständigen konnten. Schon angesichts der zeitlichen Vorgaben werden wir uns im Untersuchungsausschuss auf die spezifisch bayerischen Aspekte des Problems zu konzentrieren haben. Und zwar darauf, was die bayerischen Sicherheitsbehörden und im Speziellen unser Bayerisches Landesamt für Verfassungsschutz bereits vor dem ersten Mord im Juni im Jahr 2000 in Nürnberg über die mutmaßlichen Täter und ihre Unterstützer gewusst haben und angesichts der langen Geschichte rechtsextremistisch motivierter Anschläge in Deutschland und, meine Damen und Herren, auch in Bayern, vom Oktoberfestanschlag über Brandanschläge zum Beispiel in Schwandorf bis zu dem geplanten Bombenanschlag auf das jüdische Gemeindezentrum in München, was sie hätten wissen können müssen, meine Damen und Herren, und warum der bayerische Verfassungsschutz trotz mehrerer Hinweise aus Thüringen und von anderen Stellen entweder passiv beobachtend geblieben ist und oder eventuelle Erkenntnisse nicht an die zuständigen Behörden übermittelt hat und wie es trotz der Tatsache, dass bei allen Mordanschlägen in Bayern immer dieselbe Waffe benutzt worden ist, zu der folgenschweren Fehleinschätzung kommen konnte, dass die Täter im Bereich der organisierten Kriminalität zu suchen sind und warum Hinweise auf einen möglichen politischen, nämlich rechtsextremistischen Hintergrund zunächst verdrängt und dann offensichtlich nur halbherzig nachgegangen worden ist und, meine Damen und Herren, warum auch nach weiteren Anschlägen
Terroranschlägen außerhalb Bayerns die Zusammenarbeit mit dem BKA nach heutiger Kenntnislage nicht einmal suboptimal, ja eher schlecht war und die Übernahme der Ermittlungen durch das Bundeskriminalamt angeblich sogar als Kriegserklärung gegenüber der bayerischen Polizei gewertet worden ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht also um die jeweiligen Rollen des Verfassungsschutzes, der Polizei, der Staatsanwaltschaft und natürlich auch der politisch verantwortlichen Spitzen dieser Behörden. Von besonderem Interesse sind die Fragen, wie die verschiedenen Polizeibehörden miteinander, untereinander und wie Polizei und Verfassungsschutz bei Beachtung des Trennungsgebotes zusammengearbeitet haben und welche Rolle die Staatsanwaltschaften und ihre vorgesetzten Behörden gespielt haben. Meine Damen und Herren, natürlich müssen und wollen wir auch versuchen, Klarheit über den Einsatz und die Wirkung des Einsatzes sogenannter V-Leute zu gewinnen, sowohl durch die Polizei als auch durch den Verfassungsschutz. V-Leute, meine Damen und Herren, sind keine verlässlichen Ehrenmänner. Der Einsatz von V-Leuten wird als zwingend bezeichnet, um die Strukturen und Vorhaben rechtsextremistischer Aktivisten zu erkennen und gegebenenfalls Straftaten verhindern zu können. Es ist aber einer näheren Betrachtung wert, auch aufgrund der Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Verfahren zum Verbot der NPD, zu untersuchen, wo V-Leute eingesetzt waren, welche Informationen sie geliefert haben und welche Schlussfolgerungen aus diesen Informationen gezogen worden sind. Ich kann heute nur hoffen, dass wir nicht feststellen müssen, dass von bayerischen Behörden geführte V-Leute in der Nähe der mutmaßlichen NSU-Leute in Einsatz waren und kann auch nur hoffen, dass alle relevanten Akten, zum Beispiel auch Akten über die Beteiligung des Landesamtes für Verfassungsschutz an der Operation Rennsteig, noch vorhanden sind, nachdem ein Zeuge aus Bayern vor dem Untersuchungsausschuss in Berlin hierzu keine oder angeblich unvollständige Angaben gemacht haben soll. Meine Damen und Herren, wichtig ist mir, und ich gehe davon aus, auch Ihnen allen auch, mit der Einsetzung eines Untersuchungsausschusses auch ein Zeichen gegenüber den Angehörigen der Opfer zu setzen. Der Opfer zu setzen deshalb, weil jahrelang gemutmaßt worden ist, dass die Opfer Beziehungen zum kriminellen Milieu gehabt haben könnten, weil angeblich jahrelang auch in Richtung der Angehörigen ermittelt worden ist und hierbei angeblich Methoden angewandt worden sein sollen, die nicht nur aus heutiger Sicht mehr als fragwürdig zu bezeichnen sind, wenn sich, wie behauptet wird, verdeckt ermittelnde Polizeibeamte den Angehörigen als angebliche Journalisten genähert haben und weil die Angehörigen, meine Damen und Herren, also nicht nur mit den Mordanschlägen auf ihre Angehörigen fertig werden mussten, sondern auch mit Verdächtigungen und Unterstellungen seitens der Ermittlungsbehörden. Es ist deshalb wichtig, deutlich zu machen, dass es bei den Ermittlungen keinen Unterschied machen darf, ob die Opfer Deutsche oder Ausländer sind und dass es nicht sein darf, dass bei Mordanschlägen auf ausländische Mitbürger die Mörder in erster Linie und lange Zeit in der jeweiligen Community gesucht werden. Und das ist hoffentlich nur eine gedankenlose Geschmacklosigkeit und nicht Ausdruck einer bestimmten Geisteshaltung war, der Sonderkommission den Namen Bosporus zu geben. Meine Damen und Herren, Ziel ist es nicht, irgendjemanden in die Pfanne zu hauen und Rücktritte zu fordern. Falls sich aber zum Beispiel ergeben sollte, dass nicht nur in Berlin, sondern auch bei uns in Bayern Akten vernichtet worden sind, dass bislang nur die halbe Wahrheit gesagt und Zusammenhänge vertuscht worden sein sollten, ich weiß es nicht, dann, meine Damen und Herren, werden natürlich auch in Bayern personelle Konsequenzen unvermeidlich sein. Dann ging es aber nicht mehr nur um die Frage der persönlichen und politischen Verantwortlichkeiten, sondern dann müssten andere Fragen auch gestellt werden. Insbesondere die Fragen, meine Damen und Herren, ob, so wie viele meinen und behaupten, der Verfassungsschutz über Jahrzehnte hinweg sowieso auf dem rechten Auge immer blind war und wenn ja, warum. Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang einen Einschub, meine Damen und Herren. Bei der Verabschiedung des Gesetzes über die Errichtung eines Landesamtes für Verfassungsschutz am 8. November 1950 im Bayerischen Landtag hat der damalige CSU-Abgeordnete Kübler hier Folgendes ausgeführt. Ich zitiere, kann man nachlesen im Protokoll. Wir, hat er gesagt, sehen zu sehr nach links und übersehen die Gefahren von rechts. Das ist im alten Staat, im Weimarer Staat auch der Fall gewesen.
Dort hat man immer nach links gesehen und die riesige Gefahr, die von rechts aufstieg und den Staat zum Zusammenbruch und uns in das namenlose Elend geführt hat, übersehen. Soweit der Abgeordnete Kübler von der CSU im Jahr 1950, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich hoffe nicht, dass die Beschreibung des Kollegen Kübler aus dem Jahr 1950 auch heute noch richtig ist. Und meine Damen und Herren, wenn die Ermittlungen ergeben sollten, dass es dazu Anlass gibt, werden sich auch Grundsatzfragen stellen, ob dieser Verfassungsschutz mehr schadet, als er nutzt, ob er in dieser Form verzichtbar ist, welche anderen Formen gegebenenfalls vorstellbar sind. Die Frage ist aber jetzt schon erlaubt, ob es noch eine Berechtigung für insgesamt 19 Geheimdienste mit 19 Präsidenten, 19 Stäben und insgesamt mehreren tausend Mitarbeitern beim Verfassungsschutz geben kann. Meine Damen und Herren, der Untersuchungsausschuss hat viel Arbeit vor sich und nur ein Jahr Zeit. Natürlich sind wir jetzt alle schlauer als noch vor einem Jahr. Und deshalb geht es nicht an, die Vorgänge jetzt nur aus der Perspektive von heute und mit den im Nachhinein gewonnenen Erkenntnissen zu kommentieren und vorschnelle Urteile über die damals handelnden Personen zu fällen. Mit einer solchen Herangehensweise würde der Untersuchungsausschuss weder seiner Aufgabe noch den handelnden Personen gerecht werden. Gerade deswegen ist es wichtig, zu versuchen, sage ich ausdrücklich, mitzuhelfen, aufzuklären, welche Erkenntnisse damals vorgelegen haben und welche nicht und aus welchen Gründen und ob daraus die richtigen Schlüsse gezogen worden sind. Meine Damen und Herren, es geht um Staatsversagen. Es geht nicht um eine Kleinigkeit, es geht um Staatsversagen. Nicht um das Versagen des einen oder anderen Beamten oder des einen oder der einen oder anderen politischen Partei. Und weil es um Staatsversagen geht, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist es Aufgabe auch des Untersuchungsausschusses mitzuhelfen, dass wir nicht auch noch bei der Aufklärung des Staatsversagens versagen. In diesem Sinne, herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schindler.